Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Mini-Shop My Stash mit mir zusammen. Ich habe mir für diese Woche etwas andere Produkte rausgesucht als in der letzten Woche. Da bin ich ja vom Make-up ja relativ warm gegangen, mehr so in diese orangene, goldene Richtung. Das möchte ich in dieser Woche ein bisschen anders gestalten. Möchte mir natürlich aber auch so ein bisschen ein Türchen offen lassen, falls ich doch mal den Wunsch verspüre, in die warme Richtung zu gehen, einfach weil ich beim Friseur war und mittlerweile eine andere Haarfarbe habe und einen anderen Haarschnitt. Und daher möchte ich quasi so ein bisschen Variation beibehalten, damit ich mich notfalls umentscheiden kann. Ich starte wie immer mit der Base. Ich habe euch ja gesagt, dadurch, dass meine Haut so ein bisschen gebräunt ist nach dem Urlaub, habe ich momentan nur zwei Foundations, zu denen ich gerne aktuell greifen möchte, weil die von den Farben her natürlich am nächsten an mich drankommen, ohne zu sehr mein Gesicht aufzuhellen. Das würde natürlich im Winter jetzt noch mal ein bisschen anders aussehen. Ich habe mir wieder einmal diese Foundation rausgesucht von Hypo Allergenic, das Matte and Soft Make-up in der Farbe 01. Das ist mein Lieblings-Make-up. Das habe ich schon oft gesagt. Natürlich möchte ich das Ganze mit meinem Lieblingsprimer kombinieren, den Beauty Glow Primer. Aber dadurch, dass ich halt diese Foundation noch gar nicht so wirklich mit anderen Primern kombiniert habe, möchte ich auch in die letzte Runde gehen und zwei Primer benutzen, die ich noch gar nicht mit dieser Foundation getestet habe. Das ist einmal der Perfection Poreless Blur Primer. Ich vermute, dass es auch mit dem hier funktionieren wird, weil ich habe ja in der letzten Woche den Porefiller von NYX verwendet und die Konsistenz ist sehr, sehr ähnlich zu dem hier. Deswegen kann ich mir schon denken, dass es funktionieren wird. Und natürlich einmal von der gleichen Marke den Pore Correcting Primer. Der ist so ein bisschen rosalastig. Deswegen habe ich so ein bisschen die Angst, dass es sich auch auf dem Gesicht zeigen wird. Ich gucke einfach mal. Ich schaue mal, ob das gut funktioniert. Mit der Aqua Foundation von Belle, meine ich, hat es funktioniert. Es hat schon etwas länger gehalten. Grundsätzlich ist diese Foundation einfach eine etwas andere von der Textur her, das hält generell ein bisschen länger. Ja, da bin ich mal gespannt. Zum Fixieren nehme ich wie immer das Fixing Puder von im Asam. Genau. So, das ist mal die Base. Kommen wir zu Wimpern. Da habe ich mir eine meiner Lieblingsmascaren rausgesucht, die Art Deco Angel Eyes. Das ist die blaue Mascara. Die nähert sich so langsam ihrem Verfallsdatum. Und daher möchte ich sie noch mal so ein bisschen mehr benutzen. Und von Make-up Factory, das ist die Even More Volume Mascara in Grün. So sieht das Ganze aus. Also mehr so in so einem Petrolgrün. Ja, das würde sehr gut funktionieren. Die hier mit warmen, aber auch mit kühlen Looks und die hier eher mit so kühlen Looks, falls ich da Bock drauf habe. Apropos Augen, wir gehen zu den Paletten, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe mir insgesamt drei Paletten rausgesucht. Das ist einmal die Estée Lauder. Das ist die Variante Aubergine Dream. Also relativ kühl von der Farbzusammenstellung her. Das könnte ich mir sehr gut mit dieser grünen Mascara vorstellen. Ich habe die Palette jetzt noch nicht so oft in Gebrauch gehabt.
fand die Looks aber damit sehr schön. Das Geld ist sie tatsächlich nicht wert von der Textur her, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Palette hat eigentlich mehr so einen sentimentalen Grund für mich. Deswegen werde ich sie auf jeden Fall behalten, selbst wenn mich die Qualität von der Palette jetzt nicht ganz so überzeugt. Dann nochmal eine Essence City Palette. Das ist die London Palette. Und die hat sowohl warme Töne als auch etwas kühlere, sodass ich quasi mich, ja, ich kann so ein bisschen spielen dadurch und kann mich dann entscheiden nach Lust und Laune, auf was ich gerade Bock habe. Ich finde es ganz schön, dass vier Lidschatten immer so ein Pärchen ergeben, sodass ich dann quasi nicht lange darüber nachdenken muss, okay, was passt mit wem zusammen, ne? Sondern ich kann einfach so in dieser Ecke und in dieser Ecke bleiben und dann habe ich einen schönen Look. Ja, das Pressing jetzt von dem hier, das sieht man eigentlich fast gar nicht, aber es ist ein Riesenrad. Ich finde das ja auch richtig, richtig nice. Ich habe die Palette, glaube ich, nur einmal bisher benutzt. Ich kann mich jetzt auch nicht so wirklich dran erinnern. Die von Rom, die habe ich letzte Woche verwendet. Dann zu einem Schätzchen, was ich gefühlt noch gar nicht benutzt habe, vielleicht einmal. Das ist die Anastasia Beverly Hills Palette. Und ich kann den Namen nicht aussprechen. Ihr seht es hier. Es ist die grüne Palette. Ja, und so sieht sie aus von innen. Die hat relativ warme Töne. Trotzdem geht das so ab und an in so eine etwas kühlere Richtung. Die ist von den Tönen her ähnlich wie die Essence Palette. Ich bin auf das Grün hier gespannt und möchte gerne diese beiden auch in Kombination benutzen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was die Palette hier zu bieten hat. Ja, das waren die Paletten. Und jetzt kommen wir zu den Face-Paletten. Da habe ich mir eine Project Pen-Palette rausgesucht. Das ist die Alverde Naturkosmetik. Und ich möchte mich überwiegend dann auf den Highlighter konzentrieren und den Blush. Der Blush geht mehr so in die kühlere Richtung. Und den Highlighter möchte ich einfach jetzt endlich mal aufbrauchen. Und dann kommen wir zu einer meiner Lieblings-Face-Paletten. Das ist von Art Deco. Das ist die Bronzer, Blush und Glow-Palette. Wobei mir der Highlighter eigentlich ein bisschen zu dunkel ist. Ich möchte super, super gerne diesen Blush hier benutzen, weil der ist einfach nur ein Träumchen. Oh. Das hat so ein bisschen goldene Schimmerpartikel mit drin. Also falls ihr da darauf achten möchtet, es ist eine richtig schöne Herbstfarbe, Leute. Also da bin ich. Ich meine, ich hab den Ton schon benutzt, so ist es nicht, aber ich muss es halt öfters mal jetzt mal in Angriff nehmen. Diesen Bronzer, den liebe ich ja. Der hat den optimalen kühlen Ton für meine Haut. Das passt. Also das passt auf jeden Fall. Ah, den Highlighter. I don't know, ehrlich gesagt, der ist mir tatsächlich zu dunkel. Vielleicht würde er jetzt mit meiner gebräunten Haut ein bisschen besser funktionieren, aber dadurch, dass ich mit meiner Foundation das Ganze eher wieder aufhelle, hat so ein bisschen einen Rosé-Stich, finde ich eigentlich ganz schön. Nur, ja, ich gucke mal, vielleicht habe ich ja doch trotzdem Bock, den zu benutzen. Eine schöne Pigmentierung hat diese Palette, also muss ich sagen, das überzeugt, definitiv. Einen weiteren Blush habe ich mir mit rausgesucht. Geht mehr so in die etwas wärmere Richtung. Das ist der Terra Naturi Blush, den gibt es nicht mehr. Das ist Coral Dreams, falls ihr ihn habt. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, denn die Farbe ist nicht nur schön, die Textur ist einfach ein Traum, ein richtig schöner, gut pigmentierter Blush. Den mag ich sehr, sehr gerne. Einen Highlighter, der darf natürlich nicht fehlen. Das ist der Cookie Highlighter von Benefit.
der geht mehr in die etwas goldene Richtung. Und wenn ich den jetzt im Vergleich setze zu dem von Art Deco, der geht mehr so in diese, ja, ein bisschen mehr ins Rosé, ein bisschen kühler und ist natürlich auch ein bisschen heller. Auch ein richtig toller Highlighter. Jetzt kommen wir zu Lippen und auch da habe ich mich für sowohl kühlere als auch wärmere entschieden. Die Lippenstifte habe ich mir jetzt diese rausgesucht. Einmal von Sante, Kiss Me Red. Sagt ja schon alles. Der fängt auch hier so ein bisschen an schon zu riechen. Das heißt, ich kann ihn nicht lange benutzen. Ich werde ihn gebrauchen, solange es noch geht. Und ja, und dann entsorgen. Dann zwei von L'Oreal. Einmal No Lies und einmal No Cage. No Cage ist eine warme Farbe. Ein schönes, warmes Braun. Und No Lies ist ein kühler Roséton. Den finde ich ja auch mal mega. Ich liebe den. Und ich möchte gerne diesen Lipgloss benutzen. Das ist Soft Matt und in der Farbe My Dream Life von Terra Naturi. Er ist nicht wirklich matt, ist auch hier so ein schöner, kühler Braunton. Er bleibt trotz allem noch so ein bisschen cremig auf den Lippen. Ich will schauen, ob mich das jetzt tierisch stört. Dann würde ich ihn nämlich aussortieren. Oder es kann natürlich auch sein, dass ich ihn total toll finde und dann wird er bei mir bleiben. Ja, bin ich mal gespannt, wie es mit dem ist. Und jetzt kommen wir zu einer Neuheit, die ich mir erst kürzlich gekauft habe. Das ist einer von diesen Infallible, Gott, was bist du? Matte Resistance. Das ist ein flüssiger Lippenstift und einer, der ziemlich lange hält. Ich habe hier die Farbe Tropical Vacay. Ja, Tropical Vacay. Eine Farbe, die mir ins Kühle übergeht. Richtig, richtig nice. Also, ich habe es einmal auf den Lippen getragen. Da waren wir zum Essen verabredet. Eine richtig schöne Farbe, sehr elegant. Es ist ja ein matter Lippenstift. Also, wenn ihr matt nicht mögt, dann Finger weg. Ich muss sagen, man merkt ihn gar nicht. Sobald er erstmal getrocknet ist, merkt ihr ihn null. Es hat eine lange Haltbarkeit, aber gerade bei Essen, man wirbt ja damit, dass er ziemlich lange hält. Auch Essen durchhält, sage ich jetzt mal. Das ist leider falsch. Gerade wenn ihr fettige Sachen esst, dann nutzt er sich mehr ab als vielleicht bei anderem Essen. Trotzdem, er hält lange. Das schon mal sehr gut. Also, wenn ihr nicht unbedingt esst, aber trotzdem vielleicht viel reden müsst, dann denke ich, habt ihr damit ziemlich, ziemlich, ja. Es ist euer Geld auf jeden Fall wert und ich überlege mir, ob ich mir noch weitere von denen kaufen soll. Der ist nämlich richtig, richtig nice. Es ist eine sehr elegante Farbe, nicht zu dominant, nicht zu aufdringlich, aber trotzdem richtig, richtig schön. Also davon bin ich jetzt mega begeistert und da freue ich mich auch wieder, den zu benutzen. Ich hoffe, meine kleine Auswahl hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr einige von diesen Sachen habt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche zu einem neuen Mini-Shop My Stash. Macht's gut. Tschüss.